So, also dann bis morgen. Und lern was. Was denn? Was denn, was ich dir beigebracht habe? Küssen konnte ich schon vor dir, Oliver. Grüß Gott, die Fahrkarten bitte. Danke. Die Fahrkarte bitte. Grüß Gott, die Fahrkarte bitte. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe Sie gar nicht gehört. Sie wollen meine Fahrkarte? Ja, bitte. Ich hab sie gleich. Lassen Sie sich ruhig Zeit, wir fahren noch ein Stück. Ich kann sie gar nicht finden. Aber ich hab sie gelöst, Ehrenwort. 42,50, ohne Zuschläge. Ja, hat die junge Dame keinen Fahrschein? Doch, doch, alles in Ordnung. Ihre Fahrkarte, bitte. Danke. Grüß Gott. Wiedersehen. Na dann, gute Fahrt. Grüß Gott, die Fahrkarten bitte. Danke. Grüß Gott, die Fahrkarte bitte. Danke. Ach, mein Retter. Diesmal habe ich eine. Ich bin der Toni. Miriam. Fährst du öfters mit der Bahn? Fast jeden Tag. Immer vom Internat runter in die Stadt. Mein Nachhilfelehrer wohnt da. Ich habe nämlich in Latein eine glatte 5. Und wenn ich nicht aufpasse, dann lassen die mich durchrasseln. So ein Käse muss ich lernen. Ars? Amatoria. Weißt du, was das heißt? Nein. Die Kunst der Liebe. Aber es ist die entschärfte Version. Und sowas lernt ihr im Internat? Der Lehrer meint, den Stoff behalten wir besser als den Gallischen Krieg. Aber was sich die alten Römer unter Liebe vorgestellt haben, das kannst du glatt vergessen. Verstehe. Und deswegen kriegst du Nachhilfe. Aber nur in Latein. Grüß Gott. Die Fahrkarte bitte. Gott, nagebar. Aber Chef, ich hab gar nicht gewusst, dass Sie heute mit uns fahren. Ja, besser so. Sonst wäre es ja keine Kontrollfahrt. Sie wissen ja, Neugebauer, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ja, wenn das so ist, Chef, dann hätte ich gerne mal Ihren Fahrschein gesehen. Reicht der Dienstausweis? Weiterkommen. Jawohl, Chef. Wo ist denn dein Kollege? Ah, der Willi. Der Willi kommt von der anderen Seite wegen der Schwarzfahrer. Hat er denn gestern was gemerkt? Ja klar, dem Willi, dem kannst du so schnell nichts vormachen. Richtig. Sag einmal, spinnst du? Dahin sitzt der Huber und macht eine Kontrollfahrt. Und du sitzt da bei dem Madl. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, da schmeißt dich raus, der Huber, da kennt der nix. Meinst du wirklich? Da kannst du Gift drauf nehmen. Also, geh mal. Mach's gut, Miriam. Tschüss. Thank you.
Mach Platz, Willi. Ja, wo bist du denn hin? Sie hat ihr Buch liegen lassen. Und ich habe auch was vergessen. Ja, Toni, du kannst doch den Zug nicht verlassen. Nicht während der Dienstzeit. Nicht in der Dienstzeit. Das ist gegen die Vorschrift. Der Herr Neugebauer. Das wird Konsequenzen haben. Als wenn es nur Vorschriften gäbe im Leben. Los, Neugebauer, fahren wir. Wenn der Bub nicht rechtzeitig zurückkommt, dann fliegt er. Rausgeschmissen haben sie ihn. Fristlos. Wieso denn? Dienstaufsichtsbeschwerde während der Probezeit. Das kostet jeden den Kopf. Was hat er denn gemacht? Weil er den Zug verlassen hat in seiner Dienstzeit. Weil er ihnen hinterhergerannt ist. Hinter mir? Er wollte ihnen ihr Buch wiederbringen, was sie vergessen haben. Aber ich glaube, das war nur ein Vorwand für den Toni. Vorwand? Wenn ein Bursch wie der Toni hinter einer Madel wie Ihnen hinterherläuft. Ja, was glauben Sie, was da wohl dahinter steckt? Wiederschauen. Was ist? Ich komme nicht mit. Und deine Nachhilfe? Fällt aus. Aber Miriam, deine Lektion. Die habe ich gelernt. Total. Störe, Chef. Komm zurück rein. Was gibt's? Es ist wegen dem Toni. Was gibt's denn da noch zum Reden? Viel, Chef. Sehr viel sogar. Schauen, Chef. Der Toni hat eine Dummheit gemacht. Aber das ist doch noch lang kein Grund, ihn rauszuschmeißen. Einfach so. Nicht einfach so. Das, was sich der Nährlinger Toni erlaubt hat, ist ein eindeutiger Kündigungsgrund. Laut Vorschrift Paragraph 4a. Ach, Chef, Sie mit Ihren ewigen Vorschriften. Na, Gebar. Beherrschen Sie sich. Ganz im Gegenteil. Es wird höchste Zeit, dass Ihnen mal einer die Meinung sagt. Haben Sie in Ihrem ganzen Leben noch nie eine Dummheit gemacht? Waren Sie niemals jung? Aber wahrscheinlich waren Sie als Kind schon alt. Na, Gebar. Jetzt reicht's. Da haben Sie ausnahmsweise mal recht. Sonst müsste ich Ihnen nämlich noch ganz andere Sachen sagen. Aber vielleicht schauen Sie sich mal selber an, warum der Toni so viel riskiert hat. Bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte, treten Sie doch näher.
ist Platz. Ja, Toni, wo willst du denn hin? Weg, Willi. So weit wie möglich. Hier habe ich ja nichts mehr verloren. Da wäre mir nicht so sicher, Toni. Gestern noch hat der Huber zu mir gesagt, ich soll aufpassen, dass du pünktlich zum Dienst kommst. Morgen fangst du wieder an. Also fahr heim und zieh deine Uniform an. Ja, aber wieso denn? Frag nicht. Miriam. Hallo, Toni. Wieder Nachhilfe gehabt? Ich hab Schluss gemacht. Mit der Nachhilfe und dem Lehrer. Dann musst du jetzt auch nicht mehr mit dem Zug fahren. Kommt drauf an. Auf was? Auf den Schaffner. Vor allem, wenn er so nett ist wie du. Komm jetzt und pfeif endlich den Zug ab. Ist wieder ein Ampfiff kriegst. Andrea? Ja. Sie sehen heute ganz bezaubernd aus. Danke, Robert. Ach, die Neumann. Bitte wer? Johanna Neumann. Muss man sie kennen? Lesen Sie denn nie diese Klatschkolumne von Grete? Nein, nein, das lesen doch nur die Leute, die gerne drinstehen. Aber ich möchte nicht, dass man über mich klatscht. Also, das ist die Neumann, Großindustrielle aus Düsseldorf, Beleuchtungen aller Art. Steinreich, sage ich Ihnen. Ach so? Ihre Suite ist bereits fertig, gnädige Frau. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Aber Hauptsache, meiner Enkelin gefällt es hier. Kommst du, Julia? Ja, sofort. Oh, mein Schuh. Ach, die hat die Kleine verloren. Geben Sie ihn doch an der Rezeption ab. Ach, ich bringe ihn ihr zurück. Was jetzt? Aber wir wollten noch an die Bar. Mit guten Taten soll man nicht warten. Gehen Sie schon mal an die Bar, ich komme dann nach. So, bitte die Blusen aufhängen, damit sie nicht knittern. Mach ich, Omi. Und bitte sag nicht Omi zu mir, das macht mich so älter, weißt du? Sag Johanna. Oder wenn es schon sein muss, dann Großmutter. Kommt, Omi. Julia, du machst das ganz prima. Ist ja keine Kunst, mache ich mit meinen Sachen im Internat auch immer. Wie gefällt es dir eigentlich in deinem neuen Internat? Besser als im alten, aber nicht so gut wie bei dir. Das höre ich gern. Wenn ich nur ein bisschen mehr Zeit für dich hätte. Aber solange ich die Firma führen muss. Ist schon gut, Omi. Auf jeden Fall die nächsten Tage, die gehören uns. Und zwar uns ganz allein. Ja, die ist wie ich. Nicht neu, aber gediegen. Und echt? Natürlich. An unserer Familie ist alles echt. Aber wenn man so jung und hübsch ist wie du, dann braucht man das ja alles nicht. Erst wenn die Schönheit ein paar Kratzer abbekommt. Ich finde nicht, dass du ein paar Kratzer hast, mehr ein paar Falten. Und für dein Alter siehst du wunderschön aus. Danke, Julia. Das ist das schönste Kompliment seit Jahren.
Omi, Omi! Anton ist weg. Na, das ist ja ein Ding. Hast du ihn überhaupt mitgenommen? Ja, ja, ja. Ich habe ihn eingepackt. Ich weiß es ganz bestimmt. Ich mach. Lass mich mal. Guten Tag. Anton ist wieder da. Eigentlich heiße ich Robert. Robert Linden. Und den hier, den habe ich gefunden. Bitte kommen Sie herein, er wird schon sehr vermisst. Das ist Julia, meine Enkelin. Guten Tag, Julia. Bitte sehr. Danke, wo hast du ihn denn gefunden? Sie, Julia, Sie ihn gefunden. Aber bitte, bitte lassen Sie nur. Schließlich haben Julia und ich bereits einen gemeinsamen Freund. Und das verbindet. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe ihn vor der Rezeption gefunden. Man hat mir gesagt, er gehört dir. Na Gott sei Dank, das hätte eine mittlere Katastrophe gegeben. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Oh nein, 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 vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Die Damen? Auf Wiedersehen. Anton? Hm? Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Da sind Sie ja. Sie haben mich ganz schön lange warten lassen. Wollten Sie nur den Teddy zurückbringen oder ihr auch gleich einen Bären aufbinden? Wie kommen Sie darauf? Ich weiß, was es heißt, einen Teddybären zu verlieren. Als Kind konnte ich ohne mein Bärchen auch nicht einschlafen. Das können Sie anscheinend bis heute nicht. Oh doch. Einen angenehmen Abend noch. Grüß dich, Julia. Na, wie geht's Anton? Der liegt noch im Bett, Herr. Robert. Sag Robert zu mir, okay? Und wo ist deine Großmutter? Die telefoniert und telefoniert. Ich warte schon über eine halbe Stunde. Sag mal, was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ein Schneemann. Ein Schneemann? Soll ich dir mal zeigen, wie man einen Schneemann baut? Aber nur, wenn du es mir gestattest. Ich gestatte. Okay, also dann pass auf. Ich mache den dicken Bauch und du nimmst die Kugel und machst daraus einen Kopf. Okay? Den Rest, den kriegen wir schon hin. Mensch, Müller, ich habe Ihnen doch nicht Prokura gegeben, damit Sie mich alle Nase lang im Urlaub anrufen. Sie werden noch mal 14 Tage ohne mich auskommen. Also wirklich, Müller. Meine freien Tage gehören meiner Enkelin und nicht meinem Unternehmen. Merken Sie sich das. In meinem Vorstand sitzen höchstbezahlte Leute und da ist nicht eine Leuchte drunter. Also, sind Sie jetzt beleidigt, Müller? Das war ein Witz. Sehr gut, sehr gut. Mal sehen, dass er nicht runterfällt. So, und jetzt den Schal. Hä? Was sagst du jetzt? Der hat aber noch einen ziemlichen Eierkopf. Was hat der? Na, dann müssen wir was dagegen tun. Was denn? Aha. Moment. Guten Tag. Sie gestatten? Ja. So, jetzt sieht er aus wie ein richtiger Herr. Wie ein Zauberer oder ein Zirkusdirektor. Mhm. Also ich finde, er sieht aus wie ein Hochstapler. Ein was? Ein Hochstapler. Finden Sie? Wieso eigentlich? Oh, er schmückt sich mit fremden Federn. Vielen Dank, Herr Linden, dass Sie sich so reizend um meine Enkelin gekümmert haben. Wir sind noch nicht ganz fertig. Für heute schon. Tschüss. Tschüss.
Hallo? Ja? Sie sind's. Ich dachte schon... Was? Schon gut. Machen Sie weiter. Machen Sie weiter. Da bist du ja. Na endlich. Tja. Stell dir vor, Omi hat mich durch sämtliche Boutiquen geschleppt. Das war ziemlich ätzend. Komm, lass uns unseren Schneemann zu Ende bauen. Ach, meinst du wirklich? Ich weiß nicht, hm? Bitte. Naja. Okay. Ihr Zimmer ist 362. Danke. Ihr Gepäck befindet sich bereits im Zimmer, Frau Schumann. Danke. Schumann? Rita Schumann! Johanna! Wie schön, dich wiederzusehen. Mein Gott, ist das lange her. Naja, so lange auch wieder nicht. Hallo, Hubert. Wollen Sie nicht mitfahren? Ist so schön kuschelig hier drin. Sie sehen doch, ich bin bereits verabredet. Und zwar mit mir. Wer nicht will, der hat schon. Wir können losfahren. Das war's dann wohl. Komm, lass uns mitfahren. Aber nur eine kleine Runde, damit deine Großmutter sich keine Sorgen machen muss, hm? Wenn ich bei dir bin, muss sie sich doch keine Sorgen machen, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Ups! Auf geht's. Packen wir's. Gibt das hier was jetzt für ein Geld? Ja. Und was ist mit deiner Scheidung? Ist die jetzt durch? Tja. Aber auch nur, weil ich nichts von ihm will. Ehrlich gesagt, ich wollte schon lange nichts mehr von ihm. Zahlt ihr denn keinen Unterhalt? Er mir? Ich bin froh, dass ich ihm nichts zahlen muss. Er war doch immer sehr großzügig zu dir. Du meinst den Schmuck, den er mir geschenkt hat? Damit wollte er doch nur von seinen Affären ablenken. Zum Schluss wusste ich ganz genau, wenn er mir was schenkt, hat er wieder eine neue. Aber jetzt bin ich richtig froh, dass das ganze Zeug weg ist. Weg? Ja, alles über Nacht. Wusstest du das nicht? Stand sogar in der Zeitung. Nein, keine Ahnung. Letzten Winter in St. Moritz. Aber wie konnte das passieren? Du schließt doch immer alles ab. Wenn ich das nur wüsste. Ich habe an diesem Abend ein Essen gegeben, nur für Freunde. Und als die weg waren, war auch der Schmuck weg. Aber ehrlich gesagt, das Geld von der Versicherung war mir nachher viel lieber als der olle Kram von meinem Alten. Also, Rita, du bist unmöglich. Sieh mal, Julia, da oben die Kapelle. Ist die nicht herrlich? Die wurde von frommen Mönchen gebaut. Warum denn da oben? Weil die Menschen damals glaubten, so dem Himmel näher zu sein. Können wir da nicht hinfahren? Was? Jetzt? Ja, da wäre ich näher bei Mama und Papa. Aha. Sind die denn im Himmel? Ja, sie sind tot. Schon seit 2 Jahren. Omi hat gesagt, es ist auf der Autobahn passiert. Das tut mir aber sehr leid. Ich will nicht, dass es dir leid tut. Ich habe ja noch Omi. Die ist auch alleine und das schon ziemlich lange. Kutscher! Ja? Können wir da oben hinfahren? Da rauf, zur Heiligen Kreuzkapelle. Ja, aber du musst zuerst deinen Vater fragen. Hubert ist nicht mein Vater.
Er ist mein Freund. Hier, Emma. Hier. Auf geht's. Und wie kommst du mit Julia zurecht? Bestens. Sie ist ein so fabelhaftes kleines Mädchen. Ich habe so viel Freude an ihr. Ich hoffe, sie an mir auch. Aber warum, um Gottes Willen, sollte es denn nicht so sein? Schau, Rita, ich habe doch viel zu wenig Zeit für die Kleine und mache mir deshalb ständig Vorwürfe. Aber ist doch Unsinn. Es kommt doch nicht darauf an, wie viel Zeit du mit ihr verbringst, sondern wie du die Zeit mit ihr verbringst. Ja, aber das ist es ja gerade. Ich bin nun mal keine liebe Omi. Ich muss seit 20 Jahren meinen Mann stehen. Seit dem Tod meines Mannes bin ich in der Verantwortung. Und zwar allein. 180 Mitarbeiter. Ich habe nun mal keine Zeit, Plätzchen zu backen und Pullover zu stricken. Ich versuche, Julia wirklich alles zu geben, was ich ihr geben kann. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist nicht genug. Omi, Omi, ich bin im Pferdeschlitten gefahren. Du? Ganz allein? Nein, mit Robert. Was hast du denn mal mit diesem Robert? Du hast was gegen ihn. Was ist denn mit ihm? Ist er kein artiger Junge? Ach, er ist viel zu alt für Julia. Und für dich? Zu jung. Für mich genau richtig. Ja, wenn das so ist, dann möchte ich deinen Robert auch kennenlernen. Was machst du denn da? Mein Gott, Julia. Du hast mich aber erschreckt, hm? Schau mal, was ich hier habe. Deine Mütze. Die hast du im Schlitten vergessen. Aber ich brauche sie heute Abend gar nicht mehr. Oh, das kann man nie wissen. Weißt du, die Tür stand offen und da dachte ich, ich schau mal rein und bring dir deine Mütze wieder. Und warum hast du das Licht nicht angemacht? Ja, ich habe im Dunkeln den Schalter nicht gefunden. Jetzt muss ich aber gehen. Hm? Robert, du lügst. Und seinen Freunden muss man immer die Wahrheit sagen, sagt Omi. Da hat die Omi aber recht. Aber weißt du, Julia, manchmal ist eine kleine Lüge die bessere Wahrheit. Das verstehst du noch nicht, hm? Naja, vielleicht später mal. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ab. Ich mach das Licht an. Hm? Bis morgen. Gute Nacht, Robert. Gute Nacht, Julia. Robert, du? Das ist aber eine Überraschung. Hallo, Rita. Was für eine Freude. Komm rein, es geht abwärts. Da hast du recht. Da ist ja deine Mütze. Hast du das? Nö. Morgen gehen wir dann zum Wildgehege. Ich hab keinen Bock drauf. Geh Schlittschuh laufen mit Robert. Na? Deine Großmutter findet wohl überhaupt nicht mehr statt, wie? Sag mal, warst du an der Schatulle? Ich? Nein. Thank you.
sehr hübsch. Dafür, dass Sie nur einhändig spielen? Da muss ich Sie enttäuschen, Frau Neumann. Auch zweihändig klingt's bei mir nicht besser. Was fehlt Ihnen denn? Gehör oder Gefühl? Anscheinend beides. Für eine Karriere als Pianist jedenfalls hat es nicht gereicht. Leider. Aber Sie sind dort bestimmt nicht gekommen, um meine musikalischen Kenntnisse zu überprüfen. Nein, ich bin gekommen, um Sie zu überprüfen. Möchten Sie meinen Ausweis sehen oder reicht Ihnen mein Wort? Das kommt auf einen Versuch an. Gestatten Sie? Robert Linden, Kunsthändler, Gutachter und Versteigerer in einem kleinen Auktionshaus in München, das übrigens meinen Namen trägt. Genügt das? Fürs Erste. Sagen Sie, Herr Linden, als Auktionator hat man doch ständig mit Dingen zu tun, die einem nicht gehören. Könnte das sein, dass das irgendwie abfärbt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kommen wir zur Sache. Ich sehe es überhaupt nicht gerne, dass Julia ständig mit Ihnen zusammensteckt. Sie sind einfach nicht der richtige Umgang für Sie. Möchten Sie, dass ich Julia aus dem Wege gehe? Julia braucht Freunde, die gleichaltrig sind. Aber sie hat sich nun mal Sie ausgesucht und ich möchte ja nicht die Ferien verderben. Was möchten Sie denn? Alles, was Julia will. Heute zum Beispiel möchte sie Schlittschuh laufen. Mit Ihnen. Ich bin davon wirklich nicht begeistert. Aber ich akzeptiere Julias Wunsch. Nur eines sage ich Ihnen. Meine Enkelin ist mein Augapfel. Ach, und noch etwas, Herr Linden. Sie sind heute zum Abendessen eingeladen. Von Ihnen? Oh nein, von Julia. 19.30 Uhr. Und pünktlich, bitte. Robert, nun komm endlich! Ist okay. Auf deine Fahnen pochen! Julia, hilf mir! Du läufst wie ein Pinguin. Das lerne ich nie. Julia! Julia! Oh, so wird das nie was. Komm, ich zeig dir nicht. Und, was hältst du von ihm? Von Robert? Ich kenne ihn zu lange, um objektiv zu sein. Du kennst ihn? Ja, natürlich. Er hat lange zu meinem engsten Freundeskreis gehört. Irgendwie habe ich ihn dann aus den Augen verloren und erst gestern wieder getroffen. Ja, und was hältst du von ihm? Robert ist ein anständiger Kerl. Halt auf seine Weise. Und wie ist seine Weise? Naja, man weiß nichts Genaues. Er taucht immer gerade da auf, wo Saison ist. St. Moritz, Kitzbühel, Sylt, Saint-Tropez. Angeblich besitzt er in München ein großes Auktionshaus und verdient wahnsinnig viel Geld mit seinen Versteigerungen. Der ist genauso abgebrannt wie sein Auktionshaus. Nein. Doch, ich habe mich erkundigt. Das Auktionshaus Linden, das gibt's gar nicht mehr. Ist vor 3 Jahren in einer Nacht völlig abgebrannt. Und alles, was drin war, war unterversichert. Wenn dein Robert Millionen hat, dann Schulden. Es scheint seine Spezialität zu sein, öfter mal auf die Nase zu fallen. Vielen Dank. Und da stellen Sie sich folgende Situation vor. Mitten in der Auktion, ich hebe gerade den Hammer, um den Zuschlag zu geben, da rutscht mir das blöde Ding aus der Hand und fliegt wie ein Indianer-Tomat quer durch den ganzen Saal. Ja, haben Sie denn jemanden getroffen? Nein, nein, zum Glück nicht. Das war mir ganz schön peinlich. Alle haben herzlich gelacht. Naja, ein Auktionator, der mit dem Hammer wirft, ist ja auch ein bisschen behämmert, hm? Sie und Ihre Geschichten. Robert kennt ganz viele. Hoffentlich sind es nicht nur Märchen. Entschuldigung, die Herrschaften. An der Rezeption wäre ein Telefongespräch für Sie, Herr Linden. Würden Sie bitte mit mir mitkommen? Vielen Dank. Die Damen entschuldigen mich. Bin in einer Sekunde zurück. Für Sie.
Na, Robert, vor wem sind Sie auf der Flucht? Vor der Alten oder der Göre? Nur vor Ihnen, liebe Andrea. Ohne Robert wird der Urlaub ganz schön langweilig. Bin ich denn so langweilig? Nein, aber mit Robert kann man so viele tolle Sachen machen. Mit mir nicht? Doch schon, aber... Ich verstehe dich schon. Ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben. Nein, das musst du nicht. Du musst so bleiben. Aber mit Robert ist es eben was anderes. Ich weiß. Dir fehlt etwas. Wenn Robert nur so lange bleibt... Entschuldigung, es hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Eieieiei, das Dessert ist schon da. Ganz schön verführerisch, hm? Julia, würdest du für mich noch ein Mineralwasser bestellen, bitte, bei dem freundlichen Herrn Ober? Bitte. Danke. Ich habe gerade mit Julia über Sie gesprochen. Sie hängt sehr an Ihnen, ob mir das nun passt oder nicht. Sie werden verstehen, dass ich möchte, dass meine Enkelin keine Enttäuschung erlebt. Und dass es ihr gut geht, soweit ich das beeinflussen kann. Aber es geht ihr doch bestens. Oh, ich rede hier nicht von materiellen Dingen. Dafür ist gesorgt. Eines Tages wird Julia alles erben. Das Unternehmen, die Immobilien. Ja, und den Schmuck. Das ist in unserer Familie Tradition. Julia braucht vielmehr einen Freund. Der ist ehrlich mit jemand. Mhm. Und der sie beschützt. Robert ist mein Freund, Omi, oder nicht? Aber natürlich. Ich glaube, das ist dann doch etwas zu lecker für mich. Magst du das, ne? Siehst du, habe ich dir nicht gesagt? Und morgen gehen wir Schlitten fahren. Na dann. Ist ja alles klar, nicht? Vielen Dank für den netten Abend. Ich muss mich bedanken. Bedanken Sie sich bei der Gastgeberin. Vielen Dank, es hat vorzüglich geschmeckt. Finde ich auch. Und denk dran, wir wollten morgen Schlitten fahren. Dich, liebe Julia, werde ich nie vergessen. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Bitte schön, Frau, haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke, jetzt nicht. Sehr wohl, Madame. Omi, ich bin fertig. Hast du dir auch die Zähne geputzt? Ja. Und jeden Zahn einzeln? Ja. Dann schlaf schön, mein Herzele. Nacht. Gute Nacht. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Da kommt er. Danke. Er hat tatsächlich seinen Koffer dabei. Und? Er hat's getan. Dein Freund Robert. Auf jeden Fall war es ein teurer Versuch, herauszufinden, was Herr Linden wert ist. Robert, ein Hoteldieb. Das hätte ich nie gedacht. Jetzt weißt du wenigstens, wo dein Schmuck geblieben ist. Das ist mir völlig wurscht, soll er glücklich werden damit, aber dass ich mich so in ihm getäuscht habe. Er war doch immer so charmant und hatte so viel Stil. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Soll ich die Polizei rufen? Lass nur, das hat Zeit. Ich weiß ja, wer der Täter ist. Auf keinen Fall darf Julia was davon erfahren.
Wie lange willst du denn noch auf ihn warten? Es ist 11:30. Jetzt sitzt du hier über eine Stunde. Robert kommt nicht mehr. Glaube ich nicht. Ich warte. Bitte, wenn du überzeugt bist. Ich bin im Hotel. Und sei nicht zu traurig, wenn er nicht kommt. Rita. Robert. Ja, ich fürchte, ich bin keine allzu große Hilfe, Herr Inspektor. Natürlich habe ich die Schatulle angefasst. Wie sollte ich sonst wissen, dass sie leer ist? Einen Verdacht. Herein. Einen Augenblick, Herr Inspektor. Herr Inspektor, ich rufe Sie zurück. Was wollen Sie denn noch hier? Ich dachte, Sie wären längst über alle Berge. Mit meinem Schmuck. Dann wäre ich wohl nicht hier. Warum sind Sie hier? Weil ich etwas zurückbringen möchte, das mir nicht gehört. Ach, sowas wie späte Reue, ja? Nein, eine Frage der Ehre. Egal, was Sie von mir denken, ich bestehle keine Kinder. Und schon gar nicht Julia. So, jetzt können Sie die Polizei rufen. Ich warte in der Halle. Oh nein. So einfach kommen Sie mir nicht davon. Oben am Rodelhügel. Da rechnet jemand mit Ihnen. Und ganz fest. Danke. Robert? Wer sonst? Ich hab's gewusst. Du lässt mich nicht im Stich. Du nicht. Na. Wer wird denn da weinen? Dass ich wieder da bin, findet doch höchstens deine Großmutter zum Heulen. Aber du doch nicht. Ha? Was ist? Wollten wir in die Schlitten fahren? Na los, komm. Und? Was hast du vor? Ich werde ihm helfen. Ihm? Der dich bestohlen hat? Er hat mich bestohlen, das stimmt. Aber er hat Julia auch was gegeben. Vielleicht mehr, als ihr mein Schmuck jemals wert sein wird. Und was willst du für ihn tun? Ihn anstellen? Darauf wird Robert sich nie einlassen. Ich gebe ihm seine Existenz zurück. Ich baue das Auktionshaus Linden wieder auf. Ihm? Das tust du für ihn? Für Julia. Robert wäre nie zurückgekommen, wenn ihm an Julia nichts liegen würde. Er hat für sie alles riskiert. Und sowas tut nur ein Freund. Ein echter Freund. Jemand, der Julias Vater sein könnte.